Vollschwur in Wiesbaden. Bayern 2 zu Gast in Hessen und die Gastgeber ein Ziel vor Augen. Endlich soll der erste Heimsieg her. Rüdiger Rehm und Holger Seitz, die beiden Trainer, kennen sich bestens vor 5 Jahren. Da machten sie gemeinsam ihren Fußballlehrer. Die kleinen Bayern von Beginn an spielerisch überlegen, Wiesbaden mit Problemen und ohne Zugriff, aber mit der ersten Torchance. Die hatten sie und das ist Korte! 1:0, 9. Minute, die Führung für Wiesbaden. Butterweich die Flanke von Mockenhaupt und Korte mit der linken Klebe zielgenau ins lange Eck. Die Bayern verkrafteten den Rückstand gut, machten genau da weiter, wo sie angefangen hatten. Und da muss dann die Latte retten für Tim Boss. Leon Dayaku hatte den scharf reingespielt. Kempe und Boss atmen durch. 30. Minute, Maurice Malone geht hier zu Boden gegen Jamie Lawrence. Ungeschickt, den Elfmeter gab es nicht. 33. Minute, Freistoß für die Bayern. Chris Richards an den Pfosten und Timo Kern ins Tor. Der Ausgleich in der 33. Entscheidend, dass Richards das Kopfballduell gegen Chato gewinnt und Timo Kern steht dann da, wo er stehen muss. Gut war's los in Wiesbaden und es blieb turbulent. 6 Minuten später, 39. Der Ausgleich. Jakob Medel, jobberuflich Innenverteidiger, bringt die Gastgeber wieder in Führung und dem ersten Heimsieg wieder ein Stückchen näher. Aber wiederum nur 4 Minuten später, 43. Minute. Es blieb actionreich. Wieder die Bayern und wieder Tor. Das ist Leon Dayaku, der da einköpft. Angelo Stiller hat in dieser Szene nur Zuschauer und keine Gegenspieler. Darf in aller Ruhe flanken. Dayaku hält die Rübe hin. Nein, wir müssen in den Scheiß-Zweikampf. Tim Boss, mächtig angefressen, 2:2 der Pausenstand und Rüdiger Rehm hatte Gesprächsbedarf mit Schiri Konrad Oldhafer, der aber ein gutes Spiel machte in seinem ersten Drittliga-Einsatz und der dann zu Beginn der zweiten Halbzeit auch wieder im Fokus stand. Da geht Stiller zu Boden gegen Jakov Medic. Und da sehen wir, dass Medic ganz, ganz viel Gegenspieler trifft, aber kein Ball, deswegen die richtige Entscheidung. Und das ist eine Sache für Timo Kern. Der lässt Tim Boss keine Abwehrchance, ganz sicher verwandelt. Die Bayern drehen das Spiel und gehen in Führung. 49. Minute, Timo Kern mit seinen Saisontreffern 2 und 3. Und Tim Boss leicht verärgert. Von Wiesbaden danach 25 Minuten lang nichts mehr zu sehen. Kam weiterhin nicht in die Zweikämpfe, haderten mit dem Schiri, taten zu wenig im Spiel nach vorne. Das ist dann mal Maurice Malone, der hier den rechten Moment verpasst für den Abschluss. Scheitert an Hoffmann, der Angreifer. Bemerkenswert, dass er hier oben bleibt, sich nicht fallen lässt gegen Jamie Lawrence. Aber dann ist die Chance vertan. 2 Minuten später, Wiesbaden jetzt wieder da. Die kleinen Bayern hatten das Kommando in diesem Spiel, machten aber den Deckel nicht drauf. Und deswegen Mockenhaupt, eingesetzt von Korte mit der Chance zum Ausgleich. Das Spiel hätte zu diesem Zeitpunkt längst entschieden sein können zugunsten der Bayern. Aber sie verpassten die Entscheidung. 5 Minuten später, 82. Kühn auf und davon. Wiesbaden warf natürlich nun alles nach vorne und deswegen die Möglichkeit und dann auch das Tor, das 4:2. Remy Vita, der Neuzugang aus Tor. Großer Anteil natürlich an dem Tor gehört Nicolas Kühn, der hier erst scheitert, aber dann doch noch den Ball an Bosfo Brahl bringt. Und Remy Vita auch gierig genug, um da noch hinterher zu gehen. Der frühe Rückstand in Halbzeit 2 ist der fiese Nackenschlag. Rüdiger Rehm und Wien Wiesbaden bleiben daheim sieglos. Ja, wir haben auf jeden Fall so viele Zweikämpfe verloren. Das ist mal ganz klar Fakt. Und vor allem auch in den entscheidenden Punkten haben wir die Zweikämpfe verloren. Das heißt, um unseren 16er rum oder auch in unserem 16er. Ja, wir haben eine Führung 2-mal aus der Hand gegeben. Das darf uns nicht passieren. Und wir waren insgesamt einfach nicht giftig, nicht gallig genug, um den Gegner richtig weh zu tun. Das hat nicht ausgereicht und dafür haben es die Bayern dann besser gemacht. Halt. Ich muss echt einen Hut ziehen vor der Mannschaftsleistung. Wir sind mit so einer jungen Truppe wieder hier auf dem Platz gewesen und die Art und Weise, 2-mal zurückzukommen, dann noch so weiterhin zu spielen. Ja. Wir haben wichtige Situationen überstanden, aber wir haben auch einige Dinge noch liegen lassen. Also es hätte meiner Meinung nach noch ruhig höher ausgehen können. Das ist schon, war schon beeindruckend und es ist wichtig, den nächsten Schritt zu nehmen. In der Tat, die kleinen Bayern jubeln, fahren den ersten Auswärtssieg ein. Holger Seitz und seine Jungs endlich in der Spur. Alle Spiele der dritten Liga live.
Nur bei Magenta Sport.